Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Browser Chili und willkommen zurück bei Let's Play Secret of Mana. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß gerade gar nicht, was wir im letzten Part gemacht haben. Ich lade ja immer die Save States und schau, wo wir jetzt zuletzt waren und. Scheint aber hier der Feuerpalast zu sein. Ach! Zuletzt haben wir doch diesen komischen Minotaurus da besiegt. Oder? Kann das sein? Kann das sein? Ist das, ich glaube, das ist so. Ich denke es. Ich weiß es nicht. Okay, Schwert können wir viermal aufladen. Oh Mann. Da spielt man das Spiel eine Weile nicht und schon weiß man nicht mehr, was man gemacht hat. Ah, nehmen wir Boomerang. Wir scheinen beim Boomerang stehen geblieben gewesen zu sein. Whatever. Ja. Egal. Boomerang einfach. Ja. Was kann ich oder was könnte ich denn erzählen? Hätte ich gesagt, es gibt nichts Neues. Ja. Ausbildung läuft. Ja, okay, zurzeit nehme ich mal auf, während mein Vater wirklich auch daheim ist. Deswegen werdet ihr vielleicht merken, dass ich etwas leiser spreche. Kann sein, ich weiß es nicht. Mal schauen, ich höre mir vielleicht später mal die Aufnahme an. Und danach schaue ich erst, ob ich das nochmal neu aufnehme oder ob das dann einfach hochgeladen wird, stumpf. Und ja, schauen wir mal. Und bis jetzt, ja, passiert hier nicht wirklich was. Deswegen lohnt sich das auch noch nicht. Ah, die Wüste. Ach Gott, wie ich sie liebe. Ich hoffe, man konnte die Ironie hören. Schnauzeente. Keiner hat dich lieb. Ah. Bam. Schnauzeente. Und Schnauzeente. Bam. Ja, schön. Ente tot, alle tot. Oh, Sterne. Sterne, Sterne. Das erinnert mich aber auch an was. Ich glaube, war das schon hier? Rennen wir einfach mal rum. Fuck. Weil ich bin der Meinung, ich habe ja gesagt von vornherein, dass ich dieses Spiel nicht, um Gottes Willen, nicht blind spiele, weil ich bin mit diesem Spiel aufgewachsen. Also, ich kenne das Spiel eigentlich so gut wie auswendig. Aha, ja. Und hier ist nämlich ein kleiner Gang. Ja, ehrlich gesagt, wusste ich da nie so wirklich, wie man da rüberkommt. Ganz ehrlich, Leute, die wissen, wie man da wirklich normal rüberkommt, sagt's mir bitte einfach mal. Weil ich hab's immer einfach so gemacht. Ich weiß nicht, ob es das Schwert war. Zack, drüben. Und dann durch. Weil hier ist ein, ja, man könnte sagen, ein kleines Versteck. Ein kleines versteckeldes Versteck. Arsch. Ja. Das ist mir nämlich auch aufgefallen noch, ja, von einer Weile. Ich habe mir überlegt, huch, wo war ich eigentlich mit der Aufnahme stehen geblieben? Und ja. Letzten Endes ist mir dann aufgefallen, ach, das habe ich ja noch gar nicht gemacht. Das sollte aber schon gut sein, weil wenn das gemacht ist, dann wird es einfach nur in einer Sache ein Stein vom Herzen fallen. Da werde ich dann auch gleich, denke ich, mal ein bisschen speeden, weil es unnötig lange dauert. Karons. Mittagspause. Moment. Aber da bin ich mir gerade unsicher. Da speed ich auch gerade mal ein bisschen, weil ich bin mir. Ich bin der Meinung, dass es einfach nur auch wirklich so ein. Na gut, scheint nicht so zu sein. Dann rennen wir einfach mal wieder zurück. Ja. Lassen wir die jetzt erstmal ein bisschen in Ruhe, ein bisschen süd. Dann war das nämlich jetzt eigentlich unsinnig, aber naja.
Und. Ja. Jetzt sind wir auf jeden Fall in der Stadt. Und hier können wir nämlich jetzt auch was Neues machen. Jetzt gehen wir erstmal unsere Waffen upgraden wieder. Ich werde von hier fortgehen. Es ist viel zu heiß. Ja, Berti. Scheiße gelaufen, würde ich sagen. Oh. Einmal das, einmal die Axt verbessern. Und ja, mehr haben wir leider nicht gerade. Aber jetzt können wir hier. Du hast den Mana-Samen des Feuers zurückgebracht. Vielen Dank. Leider haben wir noch immer kein Wasser. Huch. Der Mana-Samen ist wieder da. Aber Wasser haben wir trotzdem nicht. Wenn wir bloß so ein Dingelchen hätten. Hilf uns, sonst sind wir erledigt. Ein Dingelchen? Was ist bitte schön ein Dingelchen? Ich bin mir gerade ehrlich gesagt unsicher, aber ich glaube... Ach ne, wir können jetzt zum Imperium... Ja, dann gehen wir einfach mal ins Imperium. Benehmt euch anständig im Imperium. Auf in die Kanone! Ja. Komplett neues Gebiet. Oh, aber schönes Gebiet. So hatte ich es gar nicht in Gedanken. Aber die Melodie erinnert. An die Melodie erinnere ich mich. Dann gehen wir hier rein. Gehen wir erstmal schauen, was wir hier kriegen. Ich glaube. Ja, genau. Da geht's hoch. Und hier ist ein Verkäufer. Rupp. Ja, babbel nicht so lang. Und kaufen. Gucken wir uns davon direkt wieder drei. Okay, nehmen wir uns hiervon auch wieder drei. Wow. Jetzt merkt man aber schon ganz schön, dass das richtig ins Geld geht. Strickmütze. Nehmen wir uns zwei. Waschbärmütze. Haben wir doch sogar, glaube ich. Nee, noch nicht. Noch wollen wir nicht verkaufen, ja. Oh, aber da war denn. Da ist der Part bis jetzt wirklich extrem spannend. Hurra! Ich hoffe, man hört die Ironie. Ja, bis jetzt haben wir halt da eigentlich eher gar nichts in dem Part geschafft und so. Und mein WhatsApp hat gerade geklingelt und gebimmelt und geschimmelt und. Ja. Kurz mal antworten. Und zwar freut mich. Ja. Ja. Und weiter geht's. Dann rüsten wir hier das da aus. Dann ist die auch ausgerüstet. Hier noch ein bisschen. Zack. Zack. Und zack. Aber Moment. Wie viel? 0 Mana? 0 MP. MP, Mana, whatever. Ach, whatever. Hier machen wir jetzt einfach mal ein bisschen. Noch ein bisschen zaubern, weil ich gesehen hatte, dass die Olle noch MP hat. Und bevor wir dann gleich schlafen gehen, nutzen wir das noch ein bisschen, um die Dings zu leveln, natürlich. Kaufen wir schnell. Zack, ein bisschen speeden. Und. Jo. Ja. Kurz nochmal ein Wort geguckt. Nicht wundern. Ich werde halt ab und zu mal gucken. Ich sag mal so, ich bin ja ein recht sozialer Mensch und will hier ganz schnell spielen. Oh. Ja. Und keine Sorge, eins kann ich euch sagen. Ich
Level wirklich die Zauber nicht offscreen irgendwie weiter oder sonst was. Ja, wir wollen hier bleiben. Zack, 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 zack. Speichern, speichern, speichern und weitergehen. Weil, ja, ich mache wirklich immer nur das, was ich in den Parts zeige halt. Ja. Oh. Das war sogar der richtige Weg, oder was? Verschwindet hier. Okay. War's wohl dann doch nicht. Aber wenn ich mich richtig erinnere, müsste ich hier sich... Diese Tuse. Hey, ich weiß, wer ihr seid. Woher? Von Victor. Ihr müsst wissen, ich bin eine Spionin aus Tasnika. Genau wie mein Mann, der jetzt leider in Gefängnisschaft in Gefangenschaft ist. Ach, Gefängnisschaft, ja. Ihr wollt nach Nordstadt? Dann benutzt am besten den Tunnel der Rebellen im Osten von hier. Die Parole lautet 634. Okay, ja, die Parole haben wir dann schon mal. Und ich glaube, ich bin der Meinung, gibt's hier noch irgendwas? Ein Brunnen? Na gut, scheint hier nichts mehr zu geben. Kurz nochmal lesen, was mir geschrieben wird. Ach Gott. Okay, ja. Ich hab's ja jetzt zwar so halb gelesen, aber passt schon. Die Parole war 6, 3, 4, Bitch. Rein mit euch. Yay! Wow. Ach so, okay, das ist der Tunnel. Ich erinnere mich. Ja. Das ist ein recht lustiger Tunnel, weil in dem Tunnel, ja, Fische leben. Hurra! Ein Tunnel mit Fischen. Und, ich werde gerade doch wieder ein bisschen viel angeschrieben. Oh, erstmal hier lang. Oh Gott, nicht die Fische. Ich habe da, glaube ich, in den letzten Parts schon gut ausdrücken können, dass ich diese Viecher einfach nur hasse. Weil die einfach wirklich... Die sind einfach nur gut zum Leveln. Mehr bringen die nicht. Die haben keinen Nutzen, einfach nur das. Ach komm, verreckt. Nee. Pff, wenn die schon allein zweimal aufladen, überleben... Ich weiß gerade, ist das ein Gang? Ne, ist kein Gang, sauber. Unnötiger Weg ist unnötig. Candys Waffe. Bogen auf 2. Ja, den haben wir, glaube ich, insgesamt auf 4. Nee. Die Schleimis. Ignorieren wir jetzt einfach mal ein bisschen gekonnt. Ja, okay, außer hier werden wir sie schon benutzen. Okay. Ihr lasst uns keine andere Wahl, ihr wollt auf die harte Tour, dann kriegt ihr es verdammt nochmal auf die harte Tour. Und nochmal die harte Tour, eine double harte Tour. Geht doch. Nicht da hoch, sondern ganz langsam hier runter. Jetzt kommst du her. Kommst du... Ey. Autsch. Autsch. Bam. Scheiß Vieh. Ach, ich liebe diese Aufladefunktion bei Secret of Mana. Genau deswegen. Ich glaube echt, deswegen liebe ich dieses Spiel so sehr. Ich liebe RPGs und... Einfach so eine Idee für ein RPG. Oh Gott. Gott like. Das ist
Das ist wie ein Pentakill bei LOL. Jetzt kommst du mit. Ja. So wollte er natürlich erst noch ihre Kraft beweisen. Frauen an die Macht, macht sauber, macht Kaffee, macht Kinder, was weiß ich. Nee, Spaß, ich bin nicht frauenfeindlich. Frauen sind tolle Objekte. Ich sehe schon die Hater. Ich fand den Spruch jetzt lustig. Und ich bin Manns genug, um das zu sagen, um auch ehrlich zu sagen, dass ich den Spruch jetzt lustig fand. Verdammt. Gut. Na, du Fisch. Okay, ich kann auf jeden Fall sagen, so, in dem Levelbereich war ich zu dem Zeitpunkt lange nicht. Also, ich war eigentlich wesentlich höher. Ich habe ja immer so gesehen, ja. Mich hat das Spiel nie gefordert, weil ich immer gelevelt habe wie so ein Ups, oder? War da unten? Ist da unten nicht noch was? Schauen wir mal schnell noch runter. Ja. Ein Platz, wo man eigentlich eine Kiste erwarten hätte können. Okay, machen wir einmal so. Zack, zack. Müsste reichen. Oh, 280. Na gut, das war ein Einzeltarget jetzt. Aber trotzdem, 280 ist schon ordentlich. Dann kann man sich schon blicken lassen. Ich glaube, langsam aber sicher ist der Part schon wieder lang. Oder wird der Part schon wieder lang? Whatever. Ja. Keine Ahnung. Wenn der Part zu lang wird, werdet ihr sehen. Wenn er nicht zu lang wird, werdet ihr es auch sehen. Und wenn er doch zu lang ist, werdet ihr es auch sehen. Ja. Egal wie, ihr werdet sehen. Jo. Pum, klatsch, fertig, weg. Ach man, ich liebe es, Magie zu nutzen. Wow. Wer seid ihr? Spione des Imperium? Sehen wir so aus? Man weiß ja nie. Herzlich willkommen im Rebellenhauptquartier. Ich bin Chili, der Mana-Held. Angeber, willst du sie damit beeindrucken? Eifersüchtig, hä? Huh? Quatsch! Ich liebe doch Haken. Haken? Etwa den Haken? Warum? Ein gewisser Haken hat die Leute bei den Ruinen hypnotisiert. Wie in Pandoria? Aber Haken ist doch... Vielleicht ist es ja ein anderer Haken. Das sollte ihr nachprüfen. Ja, machen wir. Viel Glück, ja, bitte, danke. Vertraut, Sarah. Das ist Mitch? Und ja, okay, Sarahs Vater hat diese Organisation ins Leben gerufen. Als er verhaftet wurde, hat Sarah die Führung der Rebellen übernommen. Sie ist erst 18 Jahre alt. Aber eine tolle Frau. Jo, schön für dich. Der ganze Ärger begann vor 15 Jahren. Yay. Ich mag Ärger. Ja, hier reden wir jetzt nicht unbedingt mit jedem, weil... Das ist nervig. Mit jedem zu reden, ja. Können wir noch hier irgendwo aus dem Haus rausgehen? Ja. Kommen wir hier raus? Ach, wir kommen hier raus. Nämlich hier, finde ich, ist ein perfekter Zeitpunkt, um einfach mal den Part zu beenden. Deswegen sage ich jetzt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Secret of Mana. Bis dahin, ciao, ciao.